Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Kirsten Gerhardt. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bange Stunden in Südkorea. Präsident Yoon hat überraschend das Kriegsrecht ausgerufen. Seinen Entschluss begründete er mit dem Schutz der demokratischen Ordnung und er bezichtigte die Opposition, mit dem Regime in Nordkorea zu sympathisieren. Soldaten blockierten vorübergehend das Parlament. Doch die Abgeordneten darin votierten gegen den Beschluss des Präsidenten. Daraufhin lenkte Yoon ein und kündigte an, das Kriegsrecht wieder aufzuheben. Demokratie sieht anders aus. Soldaten in Kampfmontur verschaffen sich am Abend Zugang zur Nationalversammlung in Seoul. Zu diesem Zeitpunkt haben sich bereits tausende Demonstranten versammelt. Sie protestieren gegen die überraschende Verhängung des Ausnahmezustands in Südkorea. Ich erkläre hiermit das Kriegsrecht, um die Freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu beschützen und um die verabscheuungswürdigen pro-nordkoreanischen Staatsfeinde auszurotten, die die Freiheit und das Glück unseres Volkes gefährden. Die verfassungsmäßige Ordnung wird geschützt. Diese Begründung ist aus Sicht der Opposition nur vorgeschoben. Sie wirft dem Präsidenten einen versuchten Staatsstreich vor. Es ist die Zuspitzung eines monatelangen Streits zwischen der Regierung und der Parlamentsmehrheit. Vor einigen Stunden tritt schließlich ein Großteil der Nationalversammlung zusammen. Die Abgeordneten fordern einstimmig die Aufhebung des Kriegsrechts in Südkorea. Noch in der Nacht kündigt der Präsident an, der Forderung nachzukommen. Die Situation in Seoul schilderte unser Korrespondent Thorsten Efland in den Tagesthemen. Ja, es ist gleich 17:15 am frühen Mittwochmorgen hier in Seoul, also ein ganz normaler Wochentag. Und immer noch sind einige hundert Menschen hier vor der Nationalversammlung hinter mir im Südwesten der Hauptstadt versammelt. Es gibt Kundgebungen, immer wieder wird auch gesungen, wir hören die Musik, aber es ist auch noch viel Polizei hier. Die Menschen sind sehr emotional, aber nicht aggressiv. Aus ihrer Sicht gehen sie als Gewinner aus dieser historischen Nacht. Dass das Kriegsrecht ausgerufen wird, das hat es seit der Demokratisierung des Landes, das war 1987, nicht mehr gegeben. Was aber jetzt folgte, ist unklar. Für morgen wurden große Demonstrationen angekündigt. Dass sich Präsident Yoon noch lange im Amt halten kann, das ist sehr unwahrscheinlich. Kriegsrecht auszurufen, auch wenn es am Ende nur 6,5 Stunden waren, das hat hier viele schockiert. Südkorea steht nach dieser Nacht definitiv vor einer sehr ungewissen Zukunft. Nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Rutte hat Russland kein Interesse, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Bei einem Treffen des Verteidigungsbündnisses forderte Rutte daher mehr Unterstützung für die Ukraine, um deren Position am Verhandlungstisch zu stärken. Zudem beschäftigen sich die NATO-Außenminister auf ihrem zweitägigen Treffen auch mit dem Schutz ziviler Infrastruktur. Dieses Kabel hatte heute bei der NATO zunächst für Aufregung gesorgt. Gestern Nacht meldeten Finnland und Schweden die Beschädigung eines Datenkabels. Auch wenn sich der Verdacht der Sabotage diesmal nicht bestätigt, nehmen hybride Angriffe, also Attacken auf die zivile Infrastruktur der NATO-Partner, derzeit extrem zu. Das Bündnis arbeitet deshalb mit Hochdruck an einer neuen Strategie zum Schutz vor solchen Angriffen. Wir dürfen nicht naiv sein. Nicht nur Russland ist da sehr aktiv, auch China beteiligt sich mehr und mehr. Wir arbeiten schon daran, aber wir müssen mehr tun. Besorgt verfolgt die NATO, dass Russland neue Waffensysteme testet, wie zuletzt die Mittelstreckenrakete Oreshnik, bei der man nicht erkennen kann, ob sie konventionell oder atomar bestückt ist. Und dass nun auch tausende Nordkoreaner in der Ukraine kämpfen. Für US-Außenminister Blinken ist es das letzte NATO-Treffen, bevor das Team von Trump übernimmt, mit allen Unwägbarkeiten für das Bündnis. Gestern noch hatten die USA ein neues Waffenpaket im Wert von $725 Millionen für die Ukraine bewilligt, für Raketen, Munition und Drohnen. Auf einen schnellen NATO-Beitritt konnten sich die Bündnispartner heute aber nicht einigen. Jetzt gehe es zunächst darum, die Ukraine stark zu machen für mögliche Verhandlungen. Dazu zeige Putin aber derzeit keinerlei Bereitschaft.
In Georgien haben am sechsten Abend in Folge tausende Menschen gegen den Aufschub der EU-Beitrittsverhandlungen durch die russlandfreundliche Regierung protestiert. Vor dem Parlament in der Hauptstadt Tiflis gab es erneut Zusammenstöße zwischen pro-westlichen Demonstrierenden und der Polizei. Zudem machte das Verfassungsgericht heute auch die Hoffnung auf Neuwahlen zunichte. Es wies den Antrag auf Annullierung des Parlamentswahlergebnisses von Ende Oktober zurück.